Ein herzliches Willkommen hier zurück zum Cup. Es neigt dem Ende hier zwischen dem Zweitliga-Team Chicago Fire gegen das Drittliga-Team aus Magdeburg. Mit dabei der Werte Fanghammer wieder. Also Fairplay ist da jetzt anders. Fairplay einfach drauf und drüber, hin und her, habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, aber es war ja dein Fail, also. Ja, okay. Ja, ich habe zu lange gequasselt noch mit Ending, deswegen hat das Spiel eigentlich schon begonnen. Ui. Oh. Deswegen habe ich ihn dann mal raustauschen, damit wir Zeit haben, die Folge aufzunehmen. Zu beginnen zumindest. Sorry, Leute. Oh. Ja, viele Spiele sind es nicht mehr in der ersten Runde vom Cup. Einige Mannschaften haben schon ein paar Bugs gesagt. Manche haben gesagt, see you later, Evigator. Manche haben sich gedacht, na, will nicht mehr. Manche haben sich gedacht, ich kann gar nicht mehr, weil es mal zu früh Liga und Cup. Habe aber das Bock nicht. Ja, aktueller Stand sind eben auch 5 Erstligisten schon ausgeschieden und der Löw leitet das 1-0 ein. Für die Chicago. Ja, weißt du vielleicht auch noch, wer das ist für unsere Zuschauer? Mattersburg. Mattersburg, Austria. Graz. Pölten, oder? Graz, ja. Ah, St. Pölten ist fix Achtelfinale. Ah, oh ja, Hartberg und Tirol. Genau, ja. Ja, Graz, Hartberg, ja, das sind die 5. Und einer kommt noch, das heißt. Was der ausscheidet? Wäre mir recht, also. Wer ist das jetzt noch, der übrig ist? WRC fehlt noch. Ja, okay, also die sollen schon weiterkommen, das wäre. Ja, die haben ein gutes Testmatch absolviert, also. Ich glaube, das ist eh das erste Spiel von ihnen jetzt. Ja. Nicht einmal noch Liga gespielt. Ja. Bam! Umgeflogen. Boah. Boah, der ist schnell. Schön. Ja, man muss ja schon ein bisschen spekulieren, auch wenn es schon Saisonanfang ist erst. Hättest du schon eine Ersatzmannschaft, falls wer absteigt bei dir? Puh. Ehrlich gesagt, oh. Nein. Hätte ich jetzt dabei so grob nicht. Oh, der war schon gespielt. Der war schon gespielt. Nikolic 2-0. Der war schön. Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, wer du glaubst, wer in der zweiten Liga eher die schlechten Karten haben wird? Haben wir noch nicht, aber das ist auch eigentlich eine gute Frage, denn in der zweiten Liga finde ich das Problem, dass wir die Mannschaft nicht so gut kennen. Ja, ja, stimmt. Und ich glaube aber, dass wirklich, dass eher alle so ziemlich am gleichen Niveau spielen können. Ja.
Da ist die Frage, ob sie ihre Leistung auch abrufen können. Also, ich habe schon vorher gesagt, ich bin von Chicago Fire ein bisschen enttäuscht bisher. Von den Leistungen. Oh. Steht 2-0 und er ist enttäuscht. Das motiviert's. In der Liga habe ich gemeint. Liga habe ich gesagt. Ah. Oh, Toto. Warum fliegst du ja, also es ist schwer. Wenn ich jetzt so meine Mannschaft da anschaue, hätte ich Venedig schlecht angestuft, aber die sind ja schon Tabellenführer. Ja, und haben die Austria zum Beispiel. Also das ist so... Weil Paris war vom, in den Testspielen einer der stärksten Mannschaften vom Auftreten her, ja, und die haben noch kein Spiel zum Beispiel. Jetzt weißt du nicht, wie sind die in der Liga. Ja, stimmt. Krakau hat jetzt auch schon ein paar Spiele, finde ich eigentlich auch ganz... Okay, also als die absteigen würden. Oh, schön. Das war schön. Ja, ich glaube auch nicht, dass mein polnischer Verein absteigt. Ich hoffe es einmal, sage ich mal. Und Rangers und Exeter City hoffe ich nicht, dass einer von denen absteigt, aber das ist eben das. Na, Rangers sind zu stark. Ah, oh, Trottel. Tritt vorbei. Also so, Rangers glaube ich nicht, die sind zu stark. Exeter City ist doch dann mit Venedig der Untergang in der Liga, finde ich. Wer Exeter City das Untergehen, oder was? Ja. Glaubst du wirklich? Ja, so in den ersten paar Spielen. Ich bin es nicht so berauschend. Also das habe ich auch geglaubt, weil von Linkling City. Oh. Oder? Alter, bist du nicht Bastenhaber? Oh, schon wieder. Ja, vielleicht schlechte... Ja. Zweite Liga ist wirklich schwer. Schwer. Ich weiß auch nicht, ob schon alle gespielt haben. Ich glaube es nicht. Na, alle haben noch nicht gespielt. Bei mir. Aber da zum Beispiel verkauft sich Chicago jetzt wieder gut, derweil. Drum wechsle ich auch nicht. Na gut. Los geht's, zweite Halbzeit. Mal schauen, ob es wieder in eine Rückspiel gehen wird. Wir haben viele Cup-Spiele schon mit Rückspielen gehabt. In eine Rückspiel? Macht sich da lustig über mich. Entschuldigung. Ah, oh, schade. Erst verstoßt du, Herr Preisinger. Kriegst du gleich Watsche mit Fusse? Da, blaue Tormann, ich stehe frei, bin blaue Spieler. Oh, machst du Spaß, steh auf. Oh, schön. Und leider den Rücken. Oh, Alter, wieso gehen die alle zurück, Alter, statt vor? Oh, was war das flache Schuss? Oh, ah. Gott sei Dank. Ja, das Spiel ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Ja, sehr mittelfeldlastig jetzt. Sehr viel Pass belastet von beiden Seiten. Oh. Ja. Sehr. Kampf bitte, oder? Alter, da hat er sich echt werfen müssen.
Ah, Alter. Dollar Bass, Bruder. Das war Angst. Ohohoho. Oh, schön. Ah, bis auf die Oh. Ballannahme. Gut stopfen, Schweini. Ah. Oh. Und der eine Ohrscheingabe. Ah. Ja, 20 Minuten noch. 2 zu 1. Bis jetzt kann man nicht sagen, dass da einer das Spiel für sich entscheidet. Torschüsse in der zweiten Halbzeit kaum Mangelware. vorhanden bis nicht vorhanden. Oh. Fällt mir gerade ein, keine Wechsel noch. Ja. Vielleicht bringe ich die Wende. Oh mein Gott, den habe ich auf der Bank lassen. Den habe ich auf der Bank lassen, Alter. Den habe ich nicht umgestellt gehabt. Oh mein Gott. Kann passieren, kann passieren. Scheiße, Oh Mann. Scheiß Abballer. was? Scheiße, der da. Schaut, den habe ich vergessen. Der war die ganze Zeit auf der Bank, Also Alter. den vergessen ist hart, das muss ich da schon sagen. Beste Spieler im ersten Spiel. Haben wir Ja. vergessen. Tut mir leid eigentlich. Trainer, ich bin heute nicht drankommen, warum? Scheiße, du wärst da halt doch. Hast du gemeldet beim Training? Hast du nicht aufgezeigt, du kannst am Samstag nicht? Hast halt mir das Spiel absagen müssen, wenn man jetzt wenig Spiel hat und du, Wappler, hast du nicht gemeldet? Alter. Über Mamba schimpfen. Partie ist wie von einem Kreisligaspiel. In der zweiten Halbzeit. Hey, Moment, ich bin da, Bluder. Bluder, bin da. Bluder, Stefan, dir. Alter. So vergeht auch die Zeit. Oh, Scheiße. Erst. Schleichheit. Zeitschindung. Schiri, Zeit schinden. Okay, Scheiße. Alter. Alter. Wieso. Alter, wieso pfeift er das ab? Ich hab nicht einmal gesehen, wer zum Ball da kommt, Alter. Schiri putzt der. Ja. Kannst du gleich putzen. Na, du Yes! Arschloch! Hallo. Das kam jetzt von Herzen. Ja, Kreisliga Cup war jetzt entschieden. Ja, Na, das, Nikolic, Doppelpack. das Problem ist, Edwards habe ich vergessen, weil ich den nicht gleich in die Startmannschaft gerückt habe, das letzte Mal. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes.
Oh. Ja, letzten 6 Minuten haben sie in sich gehabt. Ja. Drei Einwürfe. Alter. Ja, trotzdem torreiche Partie eigentlich. Ja, war erste Halbzeit und die letzten 10 Minuten sehr, sehr gut. Und er hat großen Anteil daran, dass Chicago Fire weiter ist. Genau, Nemanja Nikolic. Und jetzt sehen wir die Zusammenfassung, wenn es wahr ist. Alter, das wird herauszögert. Da sehen wir es. Nummer 1, The Love. The Love. Der Kapitän selbst. Ja, auch er, glaube ich, sehr viele Matchanteile an dem Spiel hatte. Was man nicht taugt, der hat Fitnessprobleme, ein bisschen. Ich glaube ja. Und dann wieder der Löw auf Nikolic und der macht das dann hervorragend mit dem Haken noch, dass er eine bessere Schussposition bekommt. Ja, war auch schön der Pass, wie er den Ball bekommen hat. Körperkarte. Bei denen scheint immer die Sonne in Magdeburg. So ein richtiger Sunmaker. Ja, da ganz frei, ganz schön gemacht. Frei, wirklich auch sehr gut von Türpitz. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Aktion sein wird, wann wir die sehen. Ja, 85. Ein Foul. Heute wieder, aber wieder drüber gesprungen ist. Ja, und das Foul war die Einleitung zum Endstand, kann man sagen. Den wir jetzt, glaube ich, in der 86. genau sehen werden. Ja, Nikolic, da sehen wir schon. Sehr gut da Steck platziert und ins sehr Eck. Na gut, meine lieben Leute, das war's mit diesem Cup-Match. Nikolic lässt sich hier feiern. Ja, Spielende, das seht ihr, das heißt auch gleich Folgenende, aber es, keine Sorge, es gibt noch zwei Cup-Matches. Und wir sehen uns beim nächsten Match. Bis dahin. Bis dann noch rein und ciao.